in letzter Zeit, wo natürlich die IT-Security ein ganz großes Thema wird in allen Produktionsumfeldern, so wie auch in der Fernsehproduktion, haben wir das jetzt sogar in letzter Zeit noch ein wenig gestrafft. Selbstverständlich ist auch dem ORF schon passiert, dass Hackerangriffe stattgefunden haben. Das Gute daran ist, dass wir alle Angriffe bis dato ohne jegliche Auswirkungen in Richtung Zuseher abwehren konnten. Und da sind wir auch schon sehr, sehr stolz drauf. Und genau deswegen brauchen wir auch Partner wie Firma Streim, die hier sehr hohen Sicherheitsstandard haben. Ansonsten würde das natürlich auch dem ORF wirtschaftlichen Schaden zufügen. Dass Streim den Sicherheitsstandards entspricht, war uns immer bewusst und klar, eben durch die direkte Absprache miteinander. Dadurch, dass die Firma Streim aus meiner Sicht mit dieser IT-Branche groß geworden ist und aus dieser Branche entstanden ist, hat man sich dort von Anfang an mit dem Thema IT-Security beschäftigt. Und da glaube ich schon, dass die Firma Streim von Anfang an genau das mit berücksichtigt hat und auch gleich mitgeliefert hat. Und ihre Applikationen und die Maschinen, die sie uns zur Verfügung stellen, entsprechend abgesichert haben. In der Produktionswelt muss es einfach funktionieren und das sekündlich. Und dann müssen automatische Umschaltungen möglich sein auf Backup-Systeme, wo wir auch von Streim in der Abwicklung ein Backup-System haben, wo die Daten alle parallel gespeichert sind. Und sollte die Produktivumgebung nicht funktionieren, dann wird automatisch auf diese Streim-Welt in dem Falle umgeschalten. Einerseits denke ich, dass es Streim gelungen ist, hier ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu erzielen mit den Genesix-Servern. Was ich auch sehr gut finde, ist einfach die Individualität, die in den Streim-Genesix-Servern liegt. Das heißt, man kann hier sehr schnell auch Anpassungen machen, andere Geschäftsfelder abdecken. Und für uns war die Firma Streim immer, wie gesagt, ein guter Partner, wo das von vornherein klar war. Es gibt eine allgemeine Notwendigkeit am Markt, auch deshalb, weil auch in geschützten Produktionsumgebungen Attacken und Cyberattacken zunehmen und auch hier natürlich dann die Peripherie geschützt werden soll. Das Thema IT-Security wurde meines Erachtens vom Markt allgemein eher vernachlässigt behandelt, doch die Bedrohungen nehmen definitiv zu und dementsprechend ist das auch ein sehr wichtiges Thema, das ernst genommen werden muss und an dem gearbeitet werden muss. Im Zuge der Erneuerung der ORF-Landesstudios wurden unsere Genesix-Videoserver eingesetzt und hier ist dann ORF auf uns zugekommen und hat uns gebeten, unsere Videoserver vor allgemeinen Arten von Cyberattacken zu schützen. Und so haben wir das Sicherheitskonzept entwickelt und aus dem heraus ist dann das Sicherheitspaket entstanden. Genaue Details über das Sicherheitspaket möchte ich jetzt aus Sicherheitsgründen nicht nennen. Was ich nur sagen kann ist, wir verwenden das Betriebssystem Windows. Dementsprechend werden unsere Server dann gehärtet ausgeliefert. Zusätzlich zu dem haben wir ein enges Windows Patch Management System, wo immer die aktuellsten, bedrohlichsten Patches eingespielt werden. Zusätzlich werden unser Treiber und unser Genesix Software selber immer überprüft, ob es Bedrohungen gibt. Und als zusätzliche Instanz gibt es einen Virenschutz, der in Echtzeit die vor Bedrohungen schützt und die Virendatenbanken regelmäßig, also täglich, aktualisiert werden. Alle unsere Kunden sind mit dem Sicherheitspaket allumfassend geschützt. Unser Team von der Firma Streim setzt auf Wissen und stetiges Nachlernen auf den gegebenen Attacken oder neuen Attacken, die es am Markt gibt. Und dementsprechend können wir auch dann unser Sicherheitspaket oder Sicherheitskonzept anpassen. Auch zukünftig werden wir uns mit dem Thema IT-Security sehr intensiv beschäftigen.